Am Gipfel. Und doch so weit davon entfernt. Du fängst bei Null an. Also ich musste lernen zu gehen. Deutschlands erfolgreichste Skispringerin will zurück nach oben. Wenn ich das dann wirklich schaffen sollte, da in Oberstdorf zu stehen bei der WM, nach der ganzen Geschichte, ist das, glaube ich, für mich persönlich der größte Erfolg. November 2019. Trippelschritte für eine Überfliegerin. Carina Vogt muss sich zurechtfinden in einer neuen Rolle. Ich musste lernen zu gehen. Ich musste alles mehr oder weniger wieder neu erlernen. Und soweit, ich weiß nicht, wenn man jeden Tag Sport macht und dann von einem auf den anderen Tag so rausgeholt wird und wirklich nicht mehr gerade auslaufen kann, ist schon eine sehr, sehr schwierige Situation zu verarbeiten. Der Ursprung des Leidens. Dieser Trainingssprung mit harter Landung. OP gut verlaufen. Und du fühlst dich wie frisch überfahren, schreibt Vogt nach ihrem Kreuzbandriss im Juli 2019. Ihr Sinn für Humor wird bald auf die Probe gestellt. In der Reha bei der Bundespolizei Bad Endorf. Obwohl alles nach Plan läuft. Der Verlauf von der Verletzung bis zur OP war schon gut. Dann die OP an sich ist sehr gut gelaufen. Also sie kam mit einem sehr gut operierten Knie. Das Knie lässt sich sehr gut bewegen, ist in der Beweglichkeit gut. Also von dem her, bei der Carina läuft das Ganze sehr, sehr gut. Es ist ein trüber Herbst für Vogt in ihrer Wahlheimat am Chiemsee. Es hilft, dass die Team- und Vereinskollegin Anna Rupprecht sich auch nach einer Knieverletzung zurückarbeitet. Trotzdem nervt das lange Warten. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt als ungeduldig beschreiben würde. Mir war ja eigentlich klar, dass ich den Winter nicht springen werde, sondern erst nächstes Jahr im Juni, Juli mit dem Team wieder anfangen möchte. Das habe ich mir auch selber so als Ziel gesteckt und bin deshalb, glaube ich, nicht unbedingt ungeduldig. Aber es ist halt zum Teil schwer zu akzeptieren, dass es wirklich für jede Kleinigkeit so lange dauert. Also, dass ich sehr, sehr viel investieren muss, um überhaupt einen Fortschritt zu merken. Die Motivation ist aus Gold. Fünfmal schon hieß die Weltmeisterin Carina Vogt. Vogt hat seit 6 Jahren ein Abo auf WM Gold. Zweimal Einzel, zweimal Mixed, einmal Team. Diese Serie soll auch bei der Heim-WM in Oberstdorf halten. Von über 120 Weltcup-Springen hat sie nur 2 gewonnen. Bei 8 WM-Auftritten, aber 5-mal Gold. Auf großer Bühne Vogt fast unschlagbar. Carina Vogt fliegt! Gut gelandet! Das müsste reichen für Carina Vogt! Sie weiß es nicht, sie zittert! Olympia Sochi 2014. Vogt fliegt weiter, als sie fühlen kann. Der Olympiasieg zieht Vogt den Boden unter den Füßen weg. Also eigentlich bin ich gerade noch ziemlich sprachlos und kann es überhaupt nicht richtig fassen, was hier passiert ist. Der Olympiasieg für Vogt das Schönste und das Schwerste. Der Rummel macht die damals 22-Jährige fertig. Der Empfang in Degenfeld. Autokorso. Die Feier auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd. Ich komme gar nicht richtig an die Emotionen ran. Also es ist immer noch sehr, sehr krass. Und wenn ich das auch überlege, dass der ganze Marktplatz hier voll war mit, ich weiß nicht, wie viele tausend Leute das waren. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich habe damals morgens noch gesagt, wer soll denn da kommen? Und Märchen gibt es nicht. 7 Jahre später sieht der Platz so aus, wie Vogt ihn damals erwartet hätte. Lea, bis auf Vogt und ihre Mutter Iris. Ja, gut, die nur in. Na klar, das ist schon lange her. Ja. Wirklich schon lange her. Das sind jetzt 7 Jahre. Ja. Echt Wahnsinn. Ich habe es, glaube ich,
danach erstmal tatsächlich vermieden, mich groß irgendwie in der Öffentlichkeit hier sehen zu lassen. Also ich wollte das auch nicht, dass man mich drauf anspricht. Und es war damals kaum möglich, also hier irgendwo gemütlich wieder vor einen Kaffee trinken zu gehen oder so, ohne dass die Leute einen dann doch erkannt haben. Und damit bin ich am Anfang wirklich überhaupt nicht zurechtgekommen. Das muss ich mir schon eingestehen und habe da mich, glaube ich, relativ stark erstmal nochmal zurückgezogen. Ab und zu gucke ich auch mal noch so die Flüge von Sochi an. Und was fühlen Sie da? Stolz. Einfach nur stolz. Hat sie richtig gut gemacht und ja, doch. Das ist schon eine emotionale Geschichte. Naja, klar. Ich meine, wer denkt, irgendwann, wo sie klein war, hat man mal gedacht, halt, Olympische Spiele, da war sie ja noch ganz weit weg, da haben die Mädels ja noch gar nicht springen dürfen. Und da habe ich schon zu ihr gesagt, das wäre doch mal richtig toll, wenn du an die Olympischen Spiele überhaupt nur teilnehmen könntest. Und natürlich, wenn es dann Platz 1 war, war es dann schon heftig, ja. Der Weg zu Gold beginnt hier. Degenfeld. Schwäbische Provinz. Eine Sommerschanze, denn der Winter ist hier längst nicht mehr verlässlich. Die Olympiasiegerin, die aus dem Grünen kommt. Wer hätte das damals gedacht? Im Jahr 2000, im Tigerengel. Carina und Rolf, herzlich willkommen. Carina Vogt mit 8 zum ersten Mal im Fernsehen. Hallo. Mit dem damaligen Bundestrainer Reinhard Hess. Und mit bestem Schwäbisch. Aber da liegt da gar kein Schnee, Carina. Wieso könnt ihr dann trotzdem springen? Weil da sind Matten drauf gelegt und die rutscht genauso wie Schnee. Ach, Matten? Echt? Ja. Das ist genauso wie Schnee? Weißt du noch, wie weit du da gesprungen bist? Nee. Was ist denn dein persönlicher Rekord? 35 Meter. 35 Meter? Das ist aber nicht schlecht. Reinhard, was sagt der Fachmann? Tolle Leistung für ein 8-jähriges Mädchen. Eigentlich auch schon für einen Buben. Wenn sich die Landung noch verbessert, war das nicht so schlecht. Aha. Als sie angefangen hat, habe ich einfach nur gedacht, sie soll das machen, was ihr Spaß macht. Und wenn es Skispringen ist, dann ist es halt Skispringen. Ja. Ich meine, was will man machen? Sie ist das erste Mal runtergesprungen und von da an war es erledigt, das Thema. Ich bin jeden Morgen, wenn man zum Wettkampf oder am Wochenende zum Training musste, bin ich in ihr Zimmer und habe gesagt, oh Carina, draußen ist so dunkel und kalt, willst du nicht liegen bleiben? Nein, raus aus dem Bett und weg waren wir. Und das war halt, ja, das war von Anfang an ihre große Liebe. Die Liebe hat Spuren hinterlassen, am Ortseingang von Degenfeld. Und an der Schanze. Dort eifern schon die Kleinsten ihrer Olympiasiegerin nach. Trainiert vom Bruder der Teamkollegin Anna Rupprecht. Da kommt dann das letzte bisschen Streckung. Ja, da wo es gelb anfängt, da kann ich springen. Mädchen selbstverständlich auch dabei. Auf der 15-Meter-Schanze am kalten Feld. Auch ein inzwischen ziemlich großes. Carina Vogt ist da. Ah. Was? Haltung annehmen. Die Olympiasiegerin schaut zu. Der wird was. Es ist Sommer 2020. Selbst springen kann Vogt immer noch nicht. Deshalb bleibt Zeit für den Heimatbesuch und die Erinnerung an die Anfänge. Danke. Weiter als 4 Meter bin ich da nicht gekommen mit Alpinski. Es war halt nur so irgendwie runtergefallen und stehend unten rausgefahren. Es war schon das erste Mal komisch, aber wir haben hier so eine kleine Vorrichtung, dass man nicht von ganz oben direkt fahren muss, sondern die Hälfte vom Anlauf ungefähr. Und ich wollte es ja unbedingt machen, deshalb hatte ich eigentlich Respekt mit Sicherheit, aber Angst. Sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht dabei geblieben. Dann hat man ja die Bilder vom Fernsehen schon im Kopf und hat sich das dann vorgestellt, dass man das vielleicht irgendwann mal so kann. Schmidt, fahr nochmal. Genau. Ja. Nee, war cool. Biathlet. Seitdem habe ich die nie mehr gesehen. Die Leidenschaft formte Thomas Aubele, ja, der in Degenfeld jahrelang Vogts Trainer war. Carina war, sage ich mal, ein bisschen launig. Manchmal war sie ganz fröhlich, manchmal war sie nicht ganz so drauf. Da hat man sich immer ein bisschen drauf einstellen müssen. So im Laufe der Jahre hat sie schon das ein oder andere am sportlichen Talent hervorgetan. Und was natürlich ihre Spezialität ist, was man dann später gesehen hat auf große Schanzen, war dann, dass sie so ein besonderes Gefühl fürs Fliegen hat eigentlich. Mit dem Fliegen und den Frauen ist das so eine Sache.
2002, als Vogt 10 Jahre alt ist, zeigt die Österreicherin Daniela Iraschko stolz auf der Flugschanze am Kulm schon, dass Frauen fliegen können. 200 Meter weit. So richtig ernst nimmt die wenigen Skispringerinnen aber keiner. Das ist doch gefährlich. Das ist genauso ungefährlich wie für die Jungs auch. Die Debatte um Gleichberechtigung nimmt erst 2010 Fahrt auf. Vor Gericht kämpfen Skispringerinnen um ihren Olympiastart. Ohne Erfolg. Also das war von Anfang an in Degenfeld ganz klar, dass die Mädchen genauso behandelt werden wie die Jungs. Das war auch im Schwäbischen Skiverband ganz klar. Warum können Mädchen jetzt gleiche machen wie Jungs? Also klar, kraftmäßig ist irgendwann mal anders. Aber sie war zum Beispiel, ganz am Anfang war sie teilweise besser als die Jungs im gleichen Alter. Carina Vogt, immer mit violettem Helm wie Vorbild Martin Schmidt, muss auch gegen Jungs springen. Mädchen gibt's nicht viele. Auch wenn ihr Club viel tut für die Förderung von Talenten. Immer mit dabei ihre Schulfreundin Carina Ziller, die inzwischen als Skisprungtrainerin von Vogts Erfolgen profitiert. Also jetzt sind ja bedeutend mehr Mädels auch im Springen. Früher bei uns, da kannte man eigentlich jeden und heute ist es, glaube ich, nicht mehr möglich. Hat sich viel getan und das hätte ich eigentlich auch nicht gedacht, als ich jung war und gesprungen bin, dass es wirklich so einen großen Schritt nach vorne macht. Und es freut mich natürlich ganz arg und Carina hat da schon den wesentlichen Beitrag auch geleistet. Vogt beweist auch Reinhard Hess, wie gut sie fliegen und landen kann. Doch mit 15 droht trotzdem der Absturz. Im Ski-Internat kommt sie nicht zurecht. 6 Monate lang springt sie gar nicht mehr. Ohne Verbandsunterstützung springt sie zurück aufs Podest. In Baiersbronn, 2010. Die Karriere selbst gestrickt. Es ist für mich unglaublich, so als mein erster Sieg und mein erster Wettkampf dieses Jahr und gleich so gut. Dass es relativ lang sehr, sehr schwierig für mich war, mich durchzusetzen, weil tatsächlich nicht so viele an mich geglaubt haben, egal von welcher Seite. Mein Heimtrainer, Thomas Auberle, war schon eigentlich der damals gesagt hat, hey, ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt dein ganzes Leben jeden Tag eigentlich im Training warst und eigentlich auch total cool Skispringst und jetzt auf einmal hast du keinen Bock mehr. Hab's dann aber trotzdem mal gelassen und er hat gesagt, melde dich wieder, wenn du wieder Bock hast und das habe ich dann Gott sei Dank auch gemacht. An Vogt glaubt nicht nur Auberle. Andreas Bauer wird 2011 Bundestrainer und der ehemalige Spitzenspringer vertraut auf Vogt. Im neu gegründeten Frauenweltcup mausert sich Vogt vor der Olympiapremiere in Sotschi zur Medaillenkandidatin. Auch wenn sie selbst noch nie einen Weltcup gewonnen hat. Die Carina galt ja in frühen Jahren immer als so die kleine Untalentierte, die nichts kann. Und ich musste mich schon auch gegen einige Widerstände durchsetzen, wo es dann hieß, ja, was willst du denn mit der? Aber ich habe irgendwo gemerkt, es steckt was in ihr drin und es steckt auch unheimlich viel Willenskraft und Energie in ihr drin. Der Rest ist Geschichte. Carina Vogt erwischt den Absprung und hat eine super Flugposition. Carina hat ab und zu geschrieben, ich glaube schon morgens ging das los, da war sie relativ schlecht drauf. Wenn es nach ihrer Stimmung gegangen wäre, dann wäre sie eigentlich am Abend Letzte geworden. So hat sich das entwickelt dann vom Probesprung, der ging dann ein bisschen besser, dann war sie ein bisschen besser drauf, dann war der erste Durchgang, da war sie dann ganz gut. Nach dem zweiten Durchgang habe ich aber, glaube ich, ein paar Stunden nichts mehr gehört von ihr. Irgendwann nachts um 2 dann in der Kneipe bin ich da gesessen, da hat sie dann angerufen. Das heißt, Sie haben sich auch ein Bier genehmigt? Sie haben auch ein bisschen gefeiert? Ja, 1 oder 2. Der Olympiasieg für Vogt ein Beschleuniger. Nicht nur für die Karriere, auch für die Persönlichkeit. Sie ist sehr, sehr krass schnell erwachsen worden damals. Ja, dass sie halt einfach selbstbewusster umgegangen ist mit der ganzen Situation. Sie vorher immer sehr zurückhaltend und introvertiert agiert hat, hat sie ab da eigentlich dann schon auch die Öffentlichkeit bespaßt. Vogt zeigt plötzlich ungeahnte Talente und teilt sie mit der Welt auf Instagram. Und liegt der Vertrag für den VfB schon auf dem Tisch, oder? Stimmungskanone. Anführerin im Team. Konnichiwa.
Vogt fühlt sich wohl in ihrer neuen Rolle und hat dabei richtig viel zu lachen und zu feiern. Sie wird zum Stammgast auf dem Marktplatz von Schwäbisch Gmünd. Herzlich willkommen in Schwäbisch Gmünd. Schön, dass Sie da ist. Nach ihren WM-Triumphen darf sie sich eintragen ins Goldene Buch der Stadt, weil sie sich eine Qualität erhalten hat, die sie schon als Kind auszeichnete. Sie war mutig und sie hat gekämpft, aber sie war trotzdem ruhig, auch vor jedem Sprung. Und sie kann dann abrufen, wenn es zählt. Und das ist eine ganz, ganz große Stärke. Carina Vogt ist eine Bank bei Großereignissen und im Garten ihres Opas in Degenfeld. Dort findet Vogt halt, gerade nach der Verletzung. Wenn es gut läuft, dann sind alle da. Und wenn es schlecht läuft, dann wirklich die, die es gut mit einem meinen. Das war auch für mich einfach total wichtig, dass ich da, wenn ich heimgekommen bin, klar war ich irgendwie immer niedergeschlagen, aber es hat sich dann auch relativ schnell wieder erledigt, weil es einfach auch noch andere Sachen gibt als Sport. Zum Beispiel die Oldtimer von Opa Franz. Sonntagsspritztouren gegen den Kreuzbandblues. Die ist so schwer. Vogt genießt die Familienzeit. Ich bin mit 15 dann aufs Internat. Das war eine schwierige Phase und bin so viel unterwegs, bin dann irgendwann weggezogen. Es geht schon auch was anderes verloren, das Familienleben so. Und es war jetzt eigentlich durch den Kreuzbandriss irgendwo auch ein kleines Geschenk, dass ich die Zeit jetzt so gut wie möglich versucht habe. Das heißt, aufzuholen kann man das nicht, aber es ist mir zumindest jetzt bewusst, dass es was Besonderes ist, die Zeit mit der Familie zu haben. Die Ablenkung tut Not. Nach der Verletzung, die schon so viele Kolleginnen ereilt hat. Kreuzbandrisse, der Fluch des Frauenskisprings. Je nach Studie, die Sie zitieren wollen, ist das Risiko um das 2,3- bis 9,7-fache erhöht, für eine Frau eine vordere Kreuzbandruptur zu erleiden. Über ein halbes Dutzend Kreuzbandrisse musste Mannschaftsarzt Florian Porzig schon allein im deutschen Team behandeln. Die Heilung braucht Zeit. Da haben wir auch aus der Vergangenheit ein bisschen gelernt. Wir haben uns ganz bewusst 12 Monate Zeit gelassen, um sie wieder von der Schanze springen zu lassen. Die Rerupturrate ist deutlich erhöht. Also wer schon mal einen Kreuzbanderriss hatte, das ist egal ob Mann oder Frau, hat ein deutlich erhöhtes Risiko, das nochmal zu erleiden. Vogt muss raus. Ihr Rezept gegen das lange Warten, die Flucht nach oben. Sonnenaufgang auf der Kampenwand mit Freunden. Auf ihrem Hausberg am Chiemsee holt Vogt immer wieder Luft. Es gibt immer Tage, da hat man nicht so viel Lust. Und jetzt war es aber schon nochmal ein anderes Thema. Also es war zum Teil für mich schon sehr schwierig, dran zu bleiben und dann weiterzumachen, obwohl ich an dem Tag vielleicht das Training auch abbrechen musste, weil das Knie nicht funktioniert hat. Es gibt irgendwie wenig Orte, wo man sich so, ich möchte es mal lebendig nennen, wo ich mich so lebendig fühle einfach, wie wenn ich irgendwie auf den Berg hochgehe und von oben runterschauen kann. Ja, hab da irgendwo meine Heimat gefunden. Ganz oben findet Vogt wieder den Überblick. Dass es so schwierig wird, hätte ich mir nicht erträumen lassen. Es fällt einem einfach nichts zu. Also man muss sich selber dann auch mal wirklich durchbeißen, durchkämpfen. Und es kommen da Gedanken, die man dann wieder in die andere Richtung steuern kann und muss. Und das ist mir jetzt zum Ende hin wirklich immer leichter gefallen. Natürlich war dann auch das Ziel absehbar und hat es dann insgesamt auch leichter gemacht. Aber das war schon ein Lernprozess. Sich nicht aufzugeben. Es ist August. Ein langer Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Vogt kann die Zeit mit ihren Freunden am Chiemsee jetzt endlich unbeschwert genießen. I'm all right today.
Nach einem Jahr Reha steht zwei Tage später endlich die Rückkehr an die Schanze auf dem Programm. Ich war auch lange gar nicht von mir aus dazu bereit, auf die Schanze zu gehen. Also es gibt ja auch Leute, die nach 10 Monaten wieder springen können. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so gespürt und habe da diesmal, glaube ich, auch gut auf meinen Körper gehört und genauso lange gewartet, dass ich mich jetzt selber bereit fühle. Vogt ist zurück in Oberstdorf. Das große Ziel WM. Endlich wieder fühlbar. Es wird die erste WM, bei der Frauen auch von der Großschanze springen dürfen wie die Männer. Heute aber reicht die Kleine. Ich mache das jetzt, seit ich 6 Jahre alt bin, also eigentlich 22 Jahre schon. Und ich denke, der Automatismus wird dann schon wieder greifen, sobald ich mich vom Balken losschub. Es ist wie Fahrradfahren. Nach 13 Monaten Pause springt Vogt wieder. Richtig cool, wieder Ski zu springen. Also es fasziniert mich gerade wieder um einiges mehr, weil es halt irgendwie nicht der Alltag war jetzt die letzte Zeit. Und ich genieße es jetzt einfach, dass ich den Sport wieder machen kann. Auch die Leistung erstaunlich gut. Vogt kommt mit Top-Kraftwerten zurück. Doch sie muss viele Sprünge aufholen. Der Reinhard Hess hat dann noch gesagt, es müssen 100 auf Schnee sein, bevor der erste Weltcup kommt. Damals. Auch das wird schwierig. Die hat einen extremen Willen, jetzt auch dann ja schon mit 28 Jahren wieder da sich zurückzukämpfen. Und jetzt beginnt eben der Weg auf der Schanze. Also es ist ja nicht so, dass man die ersten Sprünge macht und die Öffentlichkeit meint dann immer, ja, jetzt ist sie wieder zurück. Jetzt beginnt ja das eigentliche Arbeiten erst, dass man das Material-Setup in den Griff bekommt und auf sie individuell abstimmt und dass man auch dann die Technik, die ja jetzt ein Jahr lang sich weiterentwickelt hat, dass sie auch da eben die Dinge wieder aufholt. Die Aufholjagd wird jäh gebremst. Das Knie schwillt wieder an. Dazu reißt sich Vogt beim Spazierengehen die Bänder im Sprunggelenk. Wieder vergehen wertvolle Monate in der Reha. Es stellt sich natürlich jetzt so langsam doch irgendwo die Frage, immer mehr, was kommt dann? Und ich weiß eben, was kommt und kann mich darauf vorbereiten und einstellen und habe die Sicherheit. Schon seit 10 Jahren ist Vogt bei der Bundespolizei. Die Verletzung nutzt sie auch, um sich weiterzubilden. Unabhängig vom jüngsten Rückschlag spürt sie, dass der Absprung von der Schanze naht. Sie orientiert sich bei einem Praktikum in der Pressestelle und sie qualifiziert sich zur Polizeihauptmeisterin. Sicher? Ich hoffe natürlich, dass ich nur ein paar Jahre im Skispringen bleiben kann. Aber wenn es nicht sein soll, dann geht es auf jeden Fall weiter. Doch noch ist Aufgeben keine Option. Auch wenn die Schufterei einsam ist. Erst im Januar ist Vogt wieder da, wo sie hin will. Zurück in Oberstdorf, zurück im Team. Nur noch 7 Wochen Zeit bis zur WM. Der erste Schneesprung von der WM-Schanze. Diesmal mit problemloser Landung. Das Knie scheint endlich Ruhe zu geben. Es gibt Hoffnung auf ein Happy End. Wir sind jetzt ungefähr beim Material-Setup da, wo wir mit den Mädels im Juli waren. Wir haben jetzt hier als Schwerpunkt für sie die Schuhkeile erstmal angepasst nach der neuen FIS-Regel. Die Zeit ist knapp, die Zeit ist kurz, aber jetzt, glaube ich, geht es in die richtige Richtung. Schon 3 Wochen später ist Vogt zurück im Weltcup, früher als erwartet. Nach 22 Monaten Pause der erste Wettkampf im slowenischen Ljubno. Vogt springt auf Anhieb in die Punkte, doch die Freude ist kurz. Beim Heimweltcup in Titisee fehlt Vogt schon wieder. Es ist jetzt nach dem letzten Wochenende, wo sie ihr Debüt im Weltcup gegeben hat, der dritte Rückschlag, den wir hinnehmen müssen, seit wir im August begonnen haben. Das Knie hat wieder leicht Flüssigkeit und wie gesagt, wir wollen auch im Hinblick auf die WM da nichts riskieren. Die letzten Meter, eine Zitterparty. Carina Vogt und ihr langer Weg zur WM.
Ich kann nur sagen, dass ich eigentlich so viel Freude am Skispringen habe wie wirklich Jahre nicht. Und allein für das bin ich froh, dass ich den steinigen, harten Weg so gegangen bin.